Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mein Beruf als Moderator bringt es mit sich, dass ich viel unterwegs bin und auswärts muss essen. Trotzdem schaue ich natürlich auf leichte Kost, vermeide überflüssige Kalorien und versorge den Körper mit allen nötigen Nährstoffen. Problemlos möglich ist das nämlich in mehr als 100 Coop-Restaurants mit ihren Menü Light, die stärken, ohne zu belasten. Für die Menü Light werden nahrungsfaserreiche Zutaten, frisches Gemüse und fettarmes Fleisch schonend zubereitet und weil Geschmäcker eben verschieden sind, in immer wieder neue Varianten zusammengestellt und variiert. Ein passendes Getränk zu diesen Menü Light ist natürlich das Coca-Cola Light, der leichte und spritzige Durstlöscher mit praktisch 0 Kalorien, dafür aber mit einem Wettbewerb ebenfalls in allen Coop-Restaurants. Gewinnen kann man 4-mal ein Skiweekend im schönen Engadin, 10 von diesen topmodischen Picknick-Sets oder 10 Fitness-Sets für aufgestellte Leute. Das gesunde Essen ist übrigens ein permanentes Anliegen von Coop. Immer neue Produkte, die diesen Aspekt berücksichtigen, werden darum entwickelt. Ein Beispiel dafür sind die neuen Vollkorn-Teigwaren mit Biogärme. Die Fitness-Teigwaren überzeugen durch ihren eigenständigen und kräftigen Geschmack. Sie eignen sich als Beilage oder als Hauptgericht mit einer Soße nach ihrer Wahl. Und zum Abwechseln gibt es Spaghetti, Spätzli oder Nudeln. Gute Neuheiten kommen auch immer wieder von unseren Coop-Bäckermeistern. Und zwar Neuheiten, die sogar in Amerika gross rauskommen. Das Brot hier, das Nussbrot, ist am International Bread Tasting in Kalifornien vor rund einem Monat unter vielen Teilnehmern als Nummer 1 ausgezeichnet worden. Und wenn Sie daheim das Rezept, das ich jetzt gerade studiohoch vorkoche, auftischen, werden vermutlich auch Sie dann ausgezeichnet. Guten Abend. Die Schweizer koche heute wieder mal aus dem Tessin, und zwar ein Küngelragout aus dem Valbetreto. Ich habe im Gusstopf in Streifen geschnittene Speckklassikbrote, das Fleisch dazu gar rundum kräftig anbraten und mit Kräutchen, Salz und Pfeffer gewürzt. Anschliessend Rüebli und Zwiebelnwürfel dazugeben, mit Rotwein und Wasser ablöschen, dann zudeckt ca. 40 Minuten schmoren. Nach der Hälfte dieser Zeit die eingeweichten Steinpilze dazugeben und mit dem Fleisch fertig schmoren. Als Beilage habe ich ein Spinatrisotto vorgesehen, hier dafür schon die Zwiebeln angedämpft, den Reis mitdünstet mit Bouillon abgelöscht. Nach ungefähr 10 Minuten kommt der aufgetaute, grob gehackte Spinat dazu und das letzte noch geriebene Parmesan. Wenn Sie das Tessiner Rezept möchten ausprobieren, finden Sie es in der Coop-Zeitung von dieser Woche und hier noch ein paar besonders günstige Coop-Angebote. Für kalte Tage offeriert Ihnen Coop tolle Damenbulli. In allen modischen Farben kosten sie nur 35 Franken. Zweifel Bombschips in der Familienpackung, Natur oder Paprika gibt es für nur 4,25. 500 Gramm Peperoni, Rot, Grün oder Gelb für nur 1,60. Und diesen schönen Moosrosenstrauß bekommen Sie bei Coop für nur 6,90. Und das ist das Coop-Jubiläumsangebot, das Kilo ausländische Tomaten für nur 1,90. Das war es für heute. Bleiben Sie fit, auf Wiedersehen.